Technik geht weiter. Über Science Media Center können wir gerne hier reden. Wir machen das gemeinsam mit der Wissenschaftspressekonferenz. Die Wissenschaftspressekonferenz, das ist die der Journalistenverband der Wissenschaftsjournalisten in Deutschland. Und wir beleben damit eine Tradition, mit der wir gegründet worden sind vor einigen Jahren, jetzt zwischen 30 Jahren. Und hoffen, dass wir sie wahlweise hier in Berlin oder in Köln wieder in Gang kriegen. Weil wir glauben, dass es wichtig ist, auch direkte Gespräche zwischen Experten und Journalisten zu machen, von Journalisten für Journalisten organisiert. Ich würde gerne noch zwei, drei kleine Worte zum Ablauf machen. Es ist jetzt so gedacht, ich übergebe gleich an Peter Welchering, der moderiert heute diese Veranstaltung. Er wird kurz uns in das Thema einführen. Anschließend werden Professor Janesco und Professor Schalow, die ich nur deswegen so nenne, weil ich der eine bin, der ich vorgehe, kurz über die Forschung reden, uns eine Einführung in ihre Forschung und in das Thema geben. Und danach, so nach etwa 20 Minuten, denke ich mal, ist dann eine Frage- und Antwortrunde offen. Ich werde mit dem Mikrofon herumgehen und jeweils das Mikrofon geben, für Sie selber uns hier ein Zeichen zu geben. Deutlich, manchmal sehe ich das fast. Und das ganze Gespräch senden wir im Augenblick, streamen wir live, werden es hinterher auch auf unserer Webseite zur Verfügung stellen. Wir bieten dann ab ungefähr 48 Stunden, kommen wir dann, dass wir auch ein Transkript dazu anbieten können, falls ihr sowas nicht mitgekriegt haben sollte, das Flugstart. Der lange Rede genug. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir haben hier heute ein Thema, das auch in der Bundespressekonferenz schon mal des Öfteren thematisiert wurde, nur wir werden es natürlich heute hier besser machen, hoffe ich. Das war ja auch der Sinn, warum die Wissenschaftspressekonferenz mal vor 30 Jahren mit genau solchen Themen an den Start gegangen ist, weil wir gesehen haben, wir brauchen tatsächlich mehr Hintergrund gerade für solche Themen. Beim Thema Social Bots, dem jetzt von der Politik sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit zugesprochen wird, erstaunt das deshalb, weil das Thema ja überhaupt nicht neu ist. Bei den Recherchen zu unserem Buch Bits und Bomben, also zum Cyberwar, zur digitalen Kriegsführung, das 2012 erschienen, haben wir relativ viel über hybride Kriegsführung von NATO und von Kreml-Verantwortlichen erfahren. Und eben auch zum Thema Bots. Wir haben das damals nur gestreift, weil das ansonsten auch die Dimension solch eines Buches gesprengt hätte. Aber Bots sind in der hybriden Kriegsführung schon seit vielen Jahren ein ganz, ganz intensiv diskutiertes, erforschtes Thema. Es sind enorm viele Steuergelder reingeflossen. Wir wissen von amerikanischer Seite ein bisschen besser, wie viele Milliarden Dollar, als von russischer Seite, wie viele Milliarden Rubel da wirklich reingeflossen sind, wobei die Währung ist da natürlich tatsächlich auch häufig, weil sehr viele westliche Labors hier entwickeln in Dollar. Aufgetaucht ist es dann für mich 2014 nochmal wieder, als ich auf dem Chaos Communication Congress mit einem Vortrag von Jochen Schalow konfrontiert war. Da habe ich mir uns eine Hörerin, es war wirklich Hörerinnenmeinung, notiert, die damals kam, die meinte nämlich, das sei ja ein akademisch völlig schräges Thema, warum wir das denn in Computer und Kommunikation mit aufgenommen hätten. Und ab 2016, da wurde dieses Thema dann plötzlich fürchterlich relevant, also beispielsweise Herr Maaßen, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, war jetzt plötzlich für Interviews schnell zu haben, was sonst immer bei ihm ja doch einige Tage Vorlauf, vor allen Dingen, wenn er kritische Fragen dahinter vermutet, erfordert und wollte sich zu Fake News und Social Bots äußern. Oder plötzlich hat die Bundeskanzlerin das Thema für sich entdeckt, gesagt, da müssen wir auch was dagegen tun. Herr de Maizière, der Innenminister, war sehr rasch mit einer mehr oder weniger regulatorischen Idee zur Hand. Wir lassen einfach alle Parteien unterschreiben, dass sie das nicht einsetzen und dann wird das auch durchgesetzt und wer sich nicht daran hält, der wird öffentlich gemacht und wer so am Pranger steht, kann ja keine Bundestagswahl mehr gewinnen. Ja, das ist so das Niveau, auf dem in der Politik dieses Thema diskutiert wird. Das andere Niveau, auf dem dieses Thema diskutiert wird, ist eben in der Wissenschaft und da habe ich die Erfahrung gemacht, da geht es sehr häufig darum, wir müssen Social Bots noch viel intensiver erforschen, um rauszukriegen, was die denn jetzt so alles machen können, ob die tatsächlich endgültig den Turing-Test bestanden haben, wie stark menschliches Verhalten simuliert werden kann, vor allen Dingen eben, kann damit tatsächlich das, was Jared Kushner, der Schwiegersohn von
Donald Trump versprochen hat, digitales politisches Direktmarketing betrieben werden. Da gibt es natürlich auch auf Seiten der Wissenschaftler, deshalb habe ich auch so ein bisschen Abstand zu den beiden Herren neben mir, eine Armlänge, da gibt es natürlich auch bei den Wissenschaftlern knallharte Interessen, nämlich Forschungsgelder. Und die fließen im Augenblick auch gut in die Wissenschaft, weil dieses Thema tatsächlich auch öffentlich einfach zu vermarkten ist. Deshalb wollen wir heute mal ein bisschen tiefer graben, nicht gleich in die historischen Ursprünge, aber die Fragen, die uns vor allen Dingen beschäftigen, was kann denn tatsächlich mit Social Bots gemacht werden? Können wir ein bisschen vielleicht auch dazu beitragen, dass wir diese Begriffsverwirrung um die guten Service-Bots und die bösen Social-Bots ausräumen? Oder Chatbots, sind das jetzt Social-Bots oder Service-Bots? Also schwarz, trägt dieser Bot einen schwarzen oder einen weißen Hut? Ne? Solche Fragen sollten diskutiert werden. Und natürlich die Frage, die in der Politik über allem steht, welchen politischen Einfluss können wir denn da nun wirklich geltend machen? Meine persönliche Meinung ist, Social Bots entfalten eigentlich nur dann Wirkung, wenn sie eben, genau wie Jared Kushner das gemacht hat, in einem Konzept des digitalen politischen Direktmarketing eben mit Fake News, mit Big Data Analysen, Inferenzanalysen benutzt werden und dann eben eine von mehreren Komponenten sind. Und diese Komponenten müssen eben aufeinander abgestimmt sein. Die beiden Experten, die mit denen wir uns heute unterhalten können, mit denen wir dieses Thema diskutieren können, von Ihnen aus gesehen zu meiner Rechten, Professor Dieter Janetzko, Cologne Business School, der vor allen Dingen sehr stark über die Wirkung von Social Bots gearbeitet hat. Und ich habe von ihm auch gelernt, 2016 hat er ein bisschen über Google Trends nachgebaut, wie dieses Thema dann auch in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und von Ihnen aus gesehen zu meiner Linken, Joachim Charlotte, Technische Universität Dresden, der als Linguist diesem Thema allerdings auch einige technische Aspekte abgewonnen hat. Ja, und da würde ich ganz gern bei, das machen wir einfach alphabetisch, Herrn Janetzko schon anfangen und ihn bitten, mit seinem Eingangsstatement vorab vielleicht noch ein kurzer organisatorischer Hinweis. Nach diesen beiden Eingangsstatements wäre schön, wenn wir in die Diskussion kommen. Nicht nur Sie können Fragen stellen, sondern alle, die diese Diskussion hier mit verfolgen wollen, die kommen dann über Mail rein nach Köln in das Science Media Center. Ich gehe mal davon aus, dass die Kollegen dort in Köln eine kurze IP-Rückverfolgung machen, um zu klären, ob wir es mit einem Bot oder mit einem menschlichen Mailer zu tun haben. Und dann werden wir diese Fragen hier auch mit integrieren. Deshalb liegt vor mir eben dieses ansonsten ja für irgendwelche anderen Schnitzelaufgaben gut zu verwendende Gerät, um diese Mails dann eben auch noch mit integrieren zu können. Professor Janetzko, dann darf ich um Ihr Eingangsstatement bitten. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Das Thema Dialogsysteme im World Wide Web, das beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Ich habe im Jahre des Herrn 1999 ein Buchkapitel geschrieben mit dem Titel Künstliche Dialoge. Das war damals Künstliche Dialoge im Web und habe dann auch so getrieben von Neugier eher so ein bisschen exploriert, welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt über Dialogsysteme da was zu machen. Damals war aber diese Sprengkraft, die in dem Thema steckt, gar nicht erkennbar wirklich. Dann in den Jahren danach habe ich mich ein bisschen aus dem Thema, aus der Ecke des E-Learnings mit Dialogsystemen beschäftigt. Da in dem Zusammenhang ist so eine Skriptsprache zu nennen, die nennt sich AIML, A-I-M-L, A-I-M-L, Artificial Intelligence Modeling Language. Das ist quasi so ein Parallel, damit wird quasi ein Parallelstrom bezeichnet, der eben parallel oder eben separiert von dem computerlinguistischen Hauptstrom verläuft. Der ist zwar interessant, jetzt, da gibt es so eine gewisse Bastler-Community um diesen Strom herum, aber im akademischen Bereich hat er wenig Support, weil der einfach nicht wirklich theoriebasiert ist. Und da habe ich ein bisschen was gemacht, aber dann in den Nullerjahren, aber das Thema
man muss ja im akademischen Bereich auch gucken, dass man Felder bestellt, die dann auch irgendwann Früchte tragen, Früchte in Form von Publikationen, Früchte in Form von Forschungsgeldern. Wenn man auf das falsche, wenn man den falschen Acker bestellt oder den richtigen Acker falsch bestellt, dann ist das eben nicht gut. Und dann habe ich das Thema ein bisschen aus den Augen verloren. Bis vor 2 Jahren, ich in der Zusammenarbeit mit Simon Hegelich, damals noch Uni Siegen, mich mit dem Thema Bots in der Ukraine, also in der Auseinandersetzung Ukraine-Russland beschäftigt habe. Und Simon Hegelich, wie Sie dann wissen, hat im September einen Aufsatz veröffentlicht zum Thema die Meinungsroboter kommen. Der wurde dann kurze Zeit später von Merkel aufgegriffen, und zwar am 15. Oktober 2016 am Deutschlandtag der Jungen Union in Paderborn. Frau Merkel hatte den Aufsatz von Herrn Hegelich gelesen und plötzlich explodierte das Thema. Das können Sie, was ich hier zum Besten gebe, können Sie sehr einfach kontrollieren, indem Sie einfach auf Google Trends gehen, Social Bots eingeben, dann werden Sie sehen, dass bis zum 16. Oktober in Deutschland das Thema Social Bots nur knapp oberhalb der Nachweisgrenze war und dann doch nach oben ging. Im Moment ist es gar nicht so groß, also es war im Oktober relativ groß, dann in den ersten Januartagen. Ja, das Thema beschäftigt mich sowohl, was die technischen, organisatorischen, auch wirtschaftlichen Aspekte angeht. Es beschäftigt mich aber auch als Diskursthema. Also, und da glaube ich, beobachtet zu haben, dass Social Bots sowas wie ein Fantasiebeschleuniger sind. Ein Fantasiebeschleuniger, sowohl was die utopische Spielart der Fantasie wie auch was die dystopische Spielart der Fantasie angeht. Also diese beiden Stränge, die technische Seite und die diskursive Seite, die Kommunikation anheizende Seite, die interessieren mich beide an dem Thema. Vielleicht reicht das erstmal. Ja, vielen Dank. Dann gebe ich gleich weiter. Ja, Herr Schaulus. Vielen Dank auch für die Einladung und auch, dass wir alle da sind. Für mich ist das Thema deswegen auch, glaube ich, faszinierend, weil man eben diese Abgrenzungsunterschiede im öffentlichen Diskurs immer wieder beobachten kann. Wir haben einerseits eben, Sie haben es gerade gesagt, den Unterschied zwischen den nützlichen Service-Bots und den bösen Propaganda-Bots. Und aus technischer Perspektive ist das natürlich genau das Gleiche. Ja, die machen das Gleiche, sie posten sozusagen maschinell automatisiert Inhalte im Netz worin sie sich einfach unterscheiden, ist die Verwendungsweise, und die ist natürlich wie immer verfolgt bestimmte Ziele, Nutzen und ist deswegen auch gesellschaftlich irgendwie auch umstritten, und insofern gibt es da auch keine ganz einfachen Lösungen. Ja? Also was ein Social Bot ist und was nicht, das lässt sich eben nicht abgrenzen, und entsprechend schwierig ist es eben auch zu sagen, wir machen das nicht oder wir verbieten es der Politik oder unterschreiben Selbstverpflichtungen, weil alle mehr oder weniger das natürlich nützlich finden, sozusagen mehrere Social Media Kanäle maschinell über eine App beispielsweise zu bespielen, um eine größere Reichweite zu haben. Das war selbstverständlich, und insofern ist das auch ganz schwierig, sowas irgendwie tatsächlich zu unterbinden. Mir ist es wichtig, dass Social Bots eben tatsächlich nur im Kontext von anderen Bots, also sozusagen von Bot-Netzwerken, überhaupt eine Wirkung entfalten können. Es muss eine konzertierte Aktion in irgendeiner Form geben. Na, also wenn sich ein Social Bot Netzwerk versucht, in einem sozialen Netzwerk breit zu machen, dann kann das nur funktionieren. Also man weiß inzwischen, also ne, es ist günstig, wenn man beispielsweise, wenn mein Bot ungefähr so viele Follower hat oder Freunde oder Kontakte hat wie im Durchschnitt des Netzwerks, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand meine Bot-Freundschaftsanfrage akzeptiert. Es ist auch so, wenn jemand oder wenn ich einen gemeinsamen Freund habe, dann wird auch wieder die Freundschaftsanfrage eher akzeptiert. Das heißt, solche Prozesse versuchen Bot-Netzwerke nachzubauen. Das heißt, wenn Bot-Netzwerke, soziale Netzwerke, ja, in Anführungszeichen attackieren, dann läuft das normalerweise so ab, dass sie sich zunächst mal untereinander befreunden, untereinander Kontakt aufnehmen, weil dann ist...
erreichen sie erstmal eine Kontaktanzahl, die überhaupt sie überhaupt erst attraktiv macht für menschliche Nutzerinnen und Nutzer. Und als nächstes schickt sie quasi beliebige Freundschaftsanfragen oder Kontaktanfragen an andere Personen und hofft, dass dann ein paar jedenfalls zusagen. Und sobald da jemand sozusagen die Freundschaftsanfrage akzeptiert hat, wird sie von anderen Bots eben auch angefragt, wo eben sichtbar ist, dass man einen dritten gemeinsamen Freund hat. Und auf diese Weise breiten sich dann die Social Bots in den Netzwerken aus. Und erst dann, wenn sie sozusagen ein hinreichend breites Netzwerk aufgebaut haben, erst dann werden sie auch tatsächlich aktiv. Wenn wir über Social Bots und die Effekte reden, dann reden wir normalerweise über Beeinflussung. Ja? Also das heißt, wir gehen immer davon aus, dass sie irgendwie die öffentliche Meinung beeinflussen. Darüber wissen wir eigentlich relativ wenig, wie tatsächlich, welche Effekte sie sozusagen für die Meinungsbildung tatsächlich haben. Wir können beobachten, dass im Kontext kritischer Ereignisse tatsächlich auch verstärkt Bot-Aktivitäten vorhanden sind. Was mir meistens ein bisschen kurz kommt, ist der Aspekt, was Social Bots auch haben können, sozusagen die direkten Reaktionen, die sie bei Personen haben können. Also das heißt, dass man auch gezielt Personen, dadurch, dass man sie beispielsweise mit Anfragen flutet oder in Diskussionen verstrickt oder ähnliches, dass man sie auch dadurch ja funktional lähmen kann. Ja, also dieser Aspekt, wir haben einerseits Beeinflussung und andererseits direkte Einwirkung auf Einzelpersonen, dieser Aspekt kommt meiner Meinung nach noch ein bisschen kurz in der öffentlichen Debatte. Und vielleicht allgemein, warum das Thema ja für uns relevant ist, ist, dass wir eben unterstellen, es gibt sowas wie eine Meinungsbildung durch Social Bots. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Frage, warum das Thema auch, glaube ich, wirklich sehr gründlich diskutiert gehört. Denn was wir bis jetzt ja beobachtet haben, ist, dass Öffentlichkeit ein zentrales Gut ist. Ne? Also das ist der Ort, wo sich in Demokratien Meinung bilden soll. Und wir können eigentlich, also abgesehen von den Face-to-Face-Öffentlichkeiten in der Antike oder sowas, war diese Öffentlichkeit immer mediatisiert. Und diese Mediatisierung war in Zeiten der Massenmedien natürlich etwas, das, wo Journalistinnen und Journalisten Gatekeeper waren. Also sie waren und sind immer noch natürlich Gatekeeper. Das heißt, sie haben Zugang gewährt zu medialer Öffentlichkeit und damit aber auch eben Aufmerksamkeit garantiert. Im Zeitalter des Web 2.0 ist das natürlich nicht mehr so. Im Web 2.0 ist es grundsätzlich so, jeder ist Senderin oder Empfänger von Botschaften zugleich. Und wir sitzen alle mehr oder weniger im Longtail der Aufmerksamkeitslosigkeit. Und wenn man jetzt mal einen konstruktiven Blick auf Bots lenken würde, dann könnte man auch sagen, naja, letztlich übernehmen die jetzt sowas wie die Funktion von Gatekeeper. Ne? Also das heißt, sie mediatisieren unsere Öffentlichkeit in gewisser Weise. Der Unterschied ist natürlich im Vergleich zu früher, dass sie das auch clandestin tun können, also ohne dass man das sozusagen merkt, ohne dass man darauf aufmerksam würde. Und der andere Aspekt ist, Öffentlichkeit ist immer auch ein normatives Konzept. Öffentlichkeit heißt, Menschen haben freien Zugang zu den Medien, haben freien Zugang, auch kostenlosen Zugang zu Informationen und eine Zensur beispielsweise findet nicht statt. Wir erleben jetzt genau das Gegenteil. Also Zensur ist eigentlich gar kein Problem, auch wenn einige Leute das anders sehen, aber eigentlich ist sie kein Problem, sondern dass zu viel an Informationen ist das Problem. Die Flutung sozusagen durch Botschaften, durch Nachrichten ist das Problem geworden. Und das ist vielleicht eben sozusagen das, was die Öffentlichkeit und das, was das normative Konzept Öffentlichkeit auch in Frage stellt, beziehungsweise wo man auch drüber nachdenken muss, was kann eigentlich der Staat tun? Denn die Garantie einer Öffentlichkeit ist eben tatsächlich etwas, was wichtig ist für eine demokratische Öffentlichkeit, also für eine demokratische Staatsgemeinschaft, ein Staatenwesen. Und insofern kann ich schon auch nachvollziehen, dass sich der Staat Gedanken machen muss, wie man das rechtlich regeln kann, sodass es dazu kommt, oder sodass wir die Idee von Öffentlichkeit als Ort, als Sphäre der Meinungsbildung, dass wir die erhalten. Insofern ist schon richtig, die Frage ist nur, welche Maßnahmen man da ergreifen möchte und ja, darüber wollen wir mit Ihnen diskutieren. Ja, lassen Sie mich da noch einen Aspekt ergänzen. Ich glaube, einen wesentlichen Fehler machen auch wir Journalisten.
Weil wenn Sie sich mal angucken, in Talkshows, aber die Printkollegen sind da auch nicht ganz unschuldig, in Talkshows gehört es ja inzwischen zum guten Ton, aus Twitter und Facebook vorzulesen. Man nennt das dann Integration von Social Media. Machen die Printkollegen auch, indem sie dann eben die 3-4 Tweets zu irgendeinem Thema noch mit abdrucken. Und wenn man sich da mal umhört bei den Kollegen, die das machen und in ihren Sendungen dann eben Twitter und Facebook verlesen lassen, habt ihr denn mal den Account rückverfolgt? Oder habt ihr zumindest mal den Account auf Social, auf What or Not oder auf ähnlichen Plattformen mal testen lassen? Dann sagen die, nee. Und wenn man das dann mal macht, macht bestimmten Talksendungen, dann bekommt man auch eine ganze Menge Bots. Also da wird auch über diesen Transmissionsriemen Fernsehen, Radio, Tageszeitungen, Zeitschriften natürlich Öffentlichkeit erzeugt. Und daran haben Bots auch einen Anteil und wir Journalisten lassen ihnen einfach den Anteil, weil wir es offensichtlich nicht hinkriegen, da entsprechend kritisch auch vorzugehen. Bei Ihnen haben sich bestimmt Fragen an die beiden Experten, die wir hier haben, ergeben. Bitte sehr. Vielleicht sagen Sie auch kurz Ihren Namen und für wen Sie da sind. Hallo, Kai Kupferschmidt für Science hier. Ich habe zwei kurze Fragen. Das eine ist, in Deutschland ist ja Twitter, ich interessiere mich speziell für Twitter, und das ist in Deutschland ja bei weitem nicht so breit genutzt wie zum Beispiel in England oder USA. Und mich würde mal interessieren, ist das jetzt eher eine Chance für Menschen, die Social Bots nutzen wollen, weil die quasi ein kleines Botnetz brauchen? Oder ist die Wirkung, die dann entfalten, auch so gering, dass es im Grunde genommen nicht weiter relevant ist? Zum Beispiel für die Bundestagswahl. Und die andere Frage, die ich fragen wollte, bei Twitter gibt es ja diese Authentifizierung, also es gibt ja diese blauen Checkmarks, die dann zeigen, okay, die Person ist irgendwie authentifiziert worden. Das wäre ja theoretisch eine Möglichkeit, also zum Beispiel auch bei Talkshows und so, wenn man sagt, man nimmt im Grunde genommen nur Accounts, wo klar ist, die sind real. Das ist jetzt die Frage, wie gut lässt sich das fälschen, und außerdem setzt es voraus, dass Twitter das viel stärker macht. Manchmal bin ich überrascht, also es gibt Accounts, die sehr, sehr viele Follower haben und überhaupt nicht offensichtlich gecheckt wurden. Andererseits gibt es auch kleine manchmal, die offensichtlich schon gecheckt wurden. Ich weiß nicht genau, wie die vorgehen, nach welchem Muster. Wer macht Antworten? Beide? Der Reihe nach, Herr Janis, zuerst, bitte. Ja, das stimmt. In Deutschland ist die Zahl der aktiven Twitter-Accounts im internationalen Maßstab relativ gering. Wir reden hier über einstellige Millionenzahlen im kleineren Bereich, also 3, 4, 5. Und aus dem Grund sehen viele auch hier keine so besonders große Gefahr. Weil wenn man das dann gedanklich durchspielt, besteht eine Manipulationsgefahr, dann müssten ja diese 3, 4, 5 sozusagen unheimlich sozusagen durch Kontakt mit Social Bots umgepolt werden, müssten dann zu glühenden Verfechtern der Nachricht werden, mit der sie über Social Bots eben infiziert wurden, und müssten dann diese neue Auffassung dann auch aktiv weitergeben. Wenn man dann auch in Rechnung stellt, dass diese relativ wenigen Vertreter oder Nutzer auf Twitter sehr viele, nicht alle, aber natürlich sehr viele von Journalisten gehalten werden, dann ist dieses Risiko, glaube ich, relativ gering. Also würde ich jetzt persönlich sagen. Zumindest wenn man das Risiko der sozusagen der direkten Kontaktbeeinflussung in Rede stellt. Es gibt natürlich auch noch andere Risiken, die längerfristigen Risiken, das Risiko, das sich dann einstellt, wenn bestimmte Foren durch zu viele Bots quasi umkippen und dann die Leute sich, moderate Kräfte sich zurückziehen. Darüber wissen wir sehr, sehr wenig. Dazu kann man nicht viel sagen, also noch weniger sagen. Aber ich würde das persönlich so für mich aufteilen, das Risiko einer direkten Manipulation, und dahin zielen ja die meisten Fragen immer, halte ich persönlich für relativ gering. Gleichwohl halte ich aber es durchaus für möglich, zumindest nicht ausgeschlossen, dass es indirekte, auch langfristige Effekte gibt. In dem Zusammenhang, wir sind ja hier unter dem Fähnlein von Science angetreten, sollte man vielleicht auch auf Studien blicken, die jetzt aus dem Bereich der Medienwirkungsforschung kommen. Und da gibt's eine Studie von zwei Autoren, De Lavinia und Kaplan, 2007. Die haben untersucht, inwieweit die Einführung von Fox News einen Effekt hatte.
und haben dann nachgewiesen, dass dem so ist, dass es da einen Effekt gab. Da gab es methodisch ganz günstige Bedingungen, weil Fox wurde 1996 eingeführt und zwar dann in verschiedenen Staaten nacheinander. Und dann konnte man sehr gute Vorher-Nachher-Vergleiche machen. Alles methodische Rahmenbedingungen, die es beim Thema Twitter, Social Bots nicht gibt. Gleichwohl in dem Bereich konnte man Effekte nachweisen. Nun, wenn man auf diesen Bereich schaut, dann ist das so ein bisschen wie, wenn man jetzt ein Tierexperiment hat, da einen Effekt nachweisen kann und sich fragt, trifft der auch auf Menschen zu? Da kann man nicht viel zu sagen, ja. Möglicherweise könnte sein, ja. Aber es reicht zumindest aus, um wachsam zu sein und zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Vor 10 Jahren hielten ja viele Leute Social Media ja auch für Kinderkram oder Teenager-Kram und das hat sich ja ziemlich gedreht. Also insofern muss man da die Dinge im Auge behalten. Schon. Vielleicht ergänzend dazu, ich denke, die Relevanz, die Twitter hat, kommt natürlich vor allem aus den traditionellen Medien, würde ich sagen. Also es ist sozusagen das prototypische soziale Netzwerk, das auch jetzt durch Trump natürlich nochmal mehr aufgeblasen wird. Und dadurch, ich meine, wir haben auch bei der letzten Bundestagswahl gesehen, ich glaube, die Süddeutsche Zeitung hatte irgendwie auch ein Social Media Monitoring als quasi Prognoseinstrument auf der Webseite und hat sozusagen damit auch insinuiert, dass man mit Social Media Analysen und da spielt eben beispielsweise Twitter-Follower von Accounts beispielsweise eine Rolle, dass das irgendwie eine Aussagekraft hätte über das Meinungsbild in der Bevölkerung. Ich glaube, davon müssen wir uns einfach grundsätzlich verabschieden. Ja, also, dass in sozialen Medien wir ein repräsentatives Bild der öffentlichen Meinung finden, das ist einfach wirklich in jeder Hinsicht war schon immer falsch und ich habe schon lange Social-Media-Analysen gemacht. Also was man bekommt, ist natürlich, man kriegt irgendwie ein Bild aller möglichen Meinungen, also alles dessen, was überhaupt sagbar ist zu einem Thema, das kriegt man natürlich ganz gut, aber man kriegt keine repräsentative Verteilung. Und ich glaube, das ist eines der großen Missverständnisse, die vielleicht Leserinnen und Leser haben könnten und dadurch sozusagen der Einfluss von Twitter eigentlich groß ist. Ja? Insofern, was die Authentifizierung betrifft, zu der Frage, ich glaube, also man kann zwar aus Eigeninitiative seinen Twitter-Account authentifizieren lassen, aber man muss dafür auch nachweisen, dass man selber publizistisch tätig ist und überhaupt eine Relevanz hat. Insofern, also ich glaube, es kann gar nicht jeder seinen Account authentifizieren lassen, aber ich bin darüber nicht 100% informiert, aber soweit ich weiß, funktioniert das so und es ist nicht so einfach. Deswegen, also das mit dem blauen Häkchen, der Relevanz widerspricht, bei mir haben es sofort gemacht. Na ja. Das habe ich auch stutzig gemacht. Ich habe da bei Twitter auch mal mich erkundigt in San Francisco. Was prüft ihr denn da so? Wollten sie nicht sagen. Daraufhin habe ich einen Programmierer gebeten, leg mir doch mal einen Account an und dem verpasst wir dann ein blaues Häkchen. Den haben wir inzwischen wieder weggenommen, weil wir wollen ja nicht beeinflussen. Also wirklich nur zu Testzwecken haben wir mal einen Account angelegt. Und wir haben diesem Account auf meiner Homepage auch diesem Namen auch ein paar Blogartikel gewidmet. Und die auf diese Blogartikel alle verwiesen, um zu sagen, ich bin der, der zu sein ich vorgebe und hat eben seine gefakte web.de-Mailadresse angegeben. Ja, und das war's. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen, wenn jemand ein blaues Häkchen hat, dass er auch dann tatsächlich derjenige auf Twitter ist, der er zu sein beansprucht. Und im analogen Leben ist er dann wahrscheinlich nochmal ein anderer. Weitere Fragen? Bitte. Hallo, guten Morgen. Emma Thomas von Reuters. Also wenn auf beiden Seiten höre ich, dass es eigentlich ein weniger großes Problem ist, als Frau Merkel das vielleicht irgendwie angezeigt hat. Also warum denn wird es jetzt so ein großes Thema? Also ist es einfach, also Fake News hört man jederzeit, aber ist es, vielleicht ist das so irgendwie eine indirekte Frage, aber ist es dann doch kein großes Problem? Mit anderen Worten, haben wir Journalisten mal wieder einen schönen Hype produziert, hinter denen gesteckt? Ja, also ich zögere zu sagen, es ist kein Problem. Wie ich das bereits erwähnt habe, ich halte das Risiko der direkten Umpolung von Rezipienten, die diese Nachricht erhalten, für relativ gering, aus den genannten Gründen. Aber die langfristigen indirekten Effekte lassen sich auch unter
mit Blick auf diese Studie von Della Vigna und Kaplan. Damit verbindet sich der Name The Fox News Effect. Fox News Effect. Also wenn man das mit sozusagen in Betrachtung zieht, darf man zumindest keine Entwarnung geben, denke ich. Aber die direkte, unmittelbar bevorstehende Gefahr sehe ich hier nicht, muss ich wirklich sagen. Herr Schalot? Ja, also es ist immer die Frage, also eben, was ist die grundlegende Gefahr? Ja? Und ich denke, natürlich schließt erstmal diese Geschichte über die Social Bots, schließt dann ganz vieles an. Einerseits irgendwie an die Paranoia, die wir noch aus dem Kalten Krieg kennen. Auch da gab es die Fantasie, man könne mit versteckten Botschaften Menschen manipulieren, und auch sowas steckt nach wie vor drin, ja? Also in dieser Diskussion. Ja? Also die Massen sind beeinflussbar, und zwar auch durch klandestine Formen, die sie gar nicht merken, und in sowas schreibt sich dieses Social-Bot-Narrativ natürlich auch ein. Zum anderen gibt es dieses Hacker-Narrativ, das wir kennen aus den populären Science-Fiction-Filmen und sonstigen Romanen. Ne? Der eine, das meist ein Mann, der irgendwie tatsächlich sozusagen es schafft, durch geschickte Manipulation im Medium von Technik eine ganze Gesellschaft zum Kippen zu bringen. So, das ist ja auch, haben wir gesehen bei dieser Geschichte über ich habe die Wahl für Trump entschieden. Also wir haben die Big Five, und die kann man irgendwie erkennen, und dann kann man genau politisches Direktmarketing machen, und dann dreht man die Leute um und entscheidet in der Wahl. Das ist natürlich das klassische Hacker-Narrativ, das kennen wir aus der Populärkultur, und deswegen ist es für uns ein schlüssiges Narrativ. Deswegen sind auch erstmal Social Bots für uns erstmal tatsächlich irgendwie eine schlüssige Erzählung. Ja? Also wir können damit irgendwas anfangen, sie schreibt sich so in Erklärungsmuster ein, die wir aus der Populärkultur kennen. Wie gesagt, ich glaube eher, dass eben der Aspekt von Öffentlichkeit tatsächlich irgendwie der entscheidende ist. Ja? Also irgendwie die Frage, wie stellen wir sicher, dass unsere Öffentlichkeit, dass die frei ist, dass wir sozusagen sichtbar bleiben, dass das ein Ort oder eine Sphäre ist, in der wir sozusagen aus Einzelinteressen ein Gemeinschaftsinteresse herstellen können, und dass das irgendwas auch mit diesen Einzelinteressen noch zu tun hat, und dass das eben keine Pseudo-Einzelinteressen sind, die eben von Interessengruppen quasi geleitet sind. Um das nochmal zu sagen, unsere Öffentlichkeit vorher war auch mediatisiert. Wir hatten auch da natürlich Zeitungen, die sind meistens in privater Hand. Das heißt, wir haben auch hier immer schon eine Mediatisierung gehabt. Wir haben jetzt eine andere Form von Mediatisierung, die ist noch nicht so geregelt, wie es beispielsweise eben der frühere Zeitungsmarkt war. Wir haben auch natürlich keine öffentlich-rechtlichen Social Bots oder sowas. Wer weiß, ob sowas auch noch kommt. Aber wir erleben einfach jetzt eine andere Form von Mediatisierung. Und ich glaube, es ist schon sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, ob man das nicht irgendwie, oder wie wir damit umgehen wollen. Ja, also deswegen ist es schon ein wichtiges Thema. Wir leben in Zeiten von einem Medienumbruch, und da passiert erstmal ganz viel, ganz Wildes. Das haben wir immer wieder erlebt. Und das wurde dann aber doch irgendwie eingefangen und verrechtlicht. Und ich glaube, wir befinden uns eben jetzt in der Findephase. Ja, bitte. Vielleicht die nächste Frage. Ja, Martin Meyer, AD Hauptstadtstudio. Weil wir jetzt zu viel darüber sprechen, was das mit uns macht, das wissen wir offensichtlich nicht. Also die Wirkungsfrage ist ja sehr offen. Trotzdem, wenn Sie sagen, es ist ein Thema, was raten Sie denn konkret, Professor Janetzko, der Politik, was soll sie tun? Es gibt die Überlegung, das zu verbieten, das kann wenig bringen, weil das anonym stattfindet, weil man das türken könnte. Was kann man denn dann überhaupt tun, oder müssen wir einfach damit leben, dass es sowas gibt, welche Bedeutung auch immer es hat? Social Bots, die dann ja auch Fake News im Zweifel verbreiten. Okay, Politikberatung, kommen wir zu der Abteilung, Herr Janetzko. Ganz schwierige Frage, also ich kann da keine Patentantwort geben. Ich persönlich halte die Überlegungen, die offenbar in Berlin kursieren, eine Meldepflicht einzuführen für Bots generell, für problematisch und technisch nicht durchführbar. Also ich würde hier mal ein bisschen auf die Zivilgesellschaft vertrauen. Dank der Tatsache, dass das Thema so massiv präsent in der Öffentlichkeit ist,
zeigt es sich ja gerade, dass die Öffentlichkeit funktioniert. Ja? Also das Thema Social Bots hat gerade in Deutschland eine enorme Aufmerksamkeit erfahren. Und diese Aufmerksamkeit, die ist gut. Und die wird auch, denke ich, das Thema weiter im Blick behalten und wird dafür sorgen, dass das Thema weiter im Blick bleibt. Und da wird es, es gibt verschiedenste Einrichtungen der Zivilgesellschaft, die darauf schauen. Und es wird Leuten, die wirklich da versuchen zu manipulieren, unter den Bedingungen sehr, sehr schwer fallen, etwas zu bewirken. Insofern rate ich zur Gelassenheit hier und setze auf diverse Mechanismen der Zivilgesellschaft. Zu der Können Sie das konkret machen, was das heißt? Weil das klingt für mich gerade so, wir machen einfach nichts. Also was heißt denn für Sie da Zivilgesellschaft? Ja, es gibt... Entschuldigung. Es gibt beispielsweise von dieser Dame Tabea Wilke diese Initiative Botwatch, ich weiß nicht, so ähnlich, da gibt es also eine Bot-Observationsinitiative. Das Thema wird intensiv diskutiert. Es funktioniert, die Öffentlichkeit funktioniert hier. Ich denke mir, wenn man hier mit regulatorischen Maßnahmen arbeitet, dann wird es hier zu Gegenreaktionen auch kommen. Also das Thema wurde im Kleinen ja schon auf diversen Foren diskutiert. Und diese regulatorischen Maßnahmen, die greifen, die meiner persönlichen Einschätzung nach, die ich mit vielen anderen Leuten teile, greifen diese Maßnahmen nicht. Ja, sie führen sogar zu Gegenreaktionen, weil sie notwendigerweise mit Zensurmaßnahmen einhergehen. Ja? Das Medikament, mit dem man da fuchtelt, das könnte zu schlimmen Nebenwirkungen haben. Ich bin froh, dass ich die Frage nicht bekommen habe. Okay. Ja, lass mich die Antwort vielleicht noch ergänzen. Also mein persönlicher Rat an die Politik ist, kommt doch mal aus eurer Parallelwelt raus. Und schaut euch an, wie Social Bots wirklich eingesetzt werden. Sie werden nämlich eingesetzt als eine Komponente im, Charlotte sagt das gerade, digitalen politischen Direktmarketing. Und die anderen Komponenten sind dann Fake News, die anderen Komponenten sind dann Big Data Analysen. Und ich glaube, da kann man eher bei der massiven Überwachung der Internet- und Smartphone-Nutzer durch ein Kartell von rund 1000 Datenhändlern weltweit ansetzen. Da kann man wirklich gesetzlich was machen, etwa die User-ID, die diese Datenhändler auf ihre Geräte überspielen, um sie persönlich zu identifizieren, die könnte man tatsächlich verbieten. Und dann wären auch bestimmte Inferenzanalysen, bestimmte Big-Data-Analysen, die ich dann fahren kann und die ich dann auch mit Social Bots weiterverbreiten kann, nicht mehr so ohne weiteres möglich. Ansonsten, denke ich, sollten wir Journalisten uns da auch einfach selbst auf die Brust schlagen und sagen, wir müssen etwas dagegen tun, weil wir müssen Social Bots als Social Bots enttarnen, bevor wir über Dinge berichten. Und wenn ich dann von Kollegen höre, die sagen, oh, Mathematik, deshalb bin ich doch nicht Journalist geworden, es tut mir leid, Kollege, irgendwie dem Beruf verfehlt, ne? Muss ja auch nicht jeder Journalist sein. Wenn Sie keine direkte Frage mehr haben, dann würde ich eine Frage. Okay, Jan Rehm, frei für diverse. Wir haben jetzt ja gerade viel über Bots im Bereich von Twitter gesprochen, diesem Netzwerk, das in Deutschland ja gar nicht die Relevanz hat. Wo finden sich denn eigentlich diese Social Bots noch in welchen Netzwerken? Also wie weit ist Facebook betroffen? Sie haben vorhin die Blogs erwähnt. Also wo kann man das sagen, wie die sich ausbreiten, wo sie sich ausbreiten? Ich glaube, da kann man ganz wenig dazu sagen, weil natürlich die Plattformbetreiber nicht gerne darüber sprechen. Also natürlich ist es für LinkedIn oder Crossing oder was auch immer keine gute Werbung, wenn man weiß, dass ein bestimmter Anteil an Accounts Fake-Accounts sind oder Bot-Accounts, die dafür angelegt wurden, um Informationen von realen Accounts zu scrapen. Also das ist, insofern werden wir da von den Plattformbetreibern selber wenig Nachrichten erwarten können. Also alles, was wir da tun, ist eigentlich dann so im trüben Fischen. Aber ich meine, wir haben ja vielleicht in den Medien selbst verfolgt oder Facebook selbst hat veröffentlicht, dass es auch von staatlichen Akteuren offenbar den Versuch gibt, Facebook maschinell
zu bespielen. Welche Ausmaße das hat, das können wir nicht sagen, aber dass es da etwas gibt, das ist, glaube ich, eingestanden zumindest. Eingestanden, genau. Wie ist es bei normalen Webforen, die ja deutlich weniger Zugriffsbarrieren haben? Also ich würde meinen, dass das von der Relevanz der Plattform abhängt, wie interessant was sowas ist. Ne? Also ich glaube, wenn man sich Bewertungsportale oder sowas anschaut, da kann ich mir schon vorstellen, dass da sehr viel auch maschinell gemacht wird oder gemacht werden kann. Bei jetzt Diskussionsforen, in denen jetzt wirklich breit diskutiert wird oder in denen sozusagen Diskussionsstränge sich entfalten, die auch ein Eingehen auf gegnerische oder auf andere Argumente verlangen. Ich glaube, dass sozusagen die normalen Bots, in Anführungszeichen, die man sich so im Netz zusammenklicken kann, dass die da nicht in der Lage sind, das auch tatsächlich irgendwie glaubwürdig zu machen. Ja, und jetzt genug Ergänzung? Ja, die meisten Bots sind auf Twitter aktiv. Das hat sowohl technische Gründe als auch Gründe, die die Verbreitung von Nachrichten angeht. Mit Abstand kommt dann an zweiter Stelle Facebook. Da gibt es bestimmte Probleme, aus dem Kreis der Friends hinauszukommen, die aber nicht unlösbar sind. Und da werden auch andere Mechanismen eingesetzt. Also zum Beispiel hat die Trump-Kampagne da eher auf Anzeigen gesetzt, die man zuschneiden kann auf Zielgruppen und hat eben auf diese Karte gesetzt. Und da kann man dann mit solchen Anzeigen kann man dann über den Kreis der eigenen Freunde hinausgehen. Ja? Das sind aber keine Bots in dem Sinne. Die anderen sozialen Netze, die Bots da, die laufen da so unter ferner Liefen, da gibt es hin und wieder so ein paar Bemerkungen dazu, aber ich glaube nicht, dass das, dass diese Bereiche relevant sind. Was aber relevant ist, das sind Trolle, die verdienen ein gerütteltes Maß an Aufmerksamkeit, denke ich, was sie leider nicht bekommen. Also es wird alles aufgesogen von dem Thema Social Bots. Trolle sind glaube ich, sehr, sehr relevant, die lassen sich noch schwerer nachweisen und könnte ich mir eher als bei Social Bots vorstellen, dass hier darüber auch bestimmte vielleicht nicht Meinungen geändert werden, aber man muss auch nicht immer an dieses Thema sozusagen Meinungsmanipulation denken. Es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel das Erregungsniveau zu einem Thema hochhalten, ja, beispielsweise. Gruppen zu diffamieren, ja. Solche Dinge spielen da auch eine Rolle. Desinformation zu verbreiten. Ich werde immer mit der Frage konfrontiert, können jetzt Meinungen manipuliert werden? Das möglicherweise nicht, aber es gibt ein Spektrum von anderen Interventionsmöglichkeiten, Zielen dieser Leute, die solche Mittel einsetzen. Also sowohl die Ziele sind breiter, nicht nur Manipulation, als auch die Mittel sind breiter, nicht nur Social Bots. Also den Blick sollte man öffnen mit Blick auf die Ziele und mit Blick auf die Mittel, die da eingesetzt werden. Die nächste Frage, bitteschön. Ich meine, Frau Rotter, bei Journalisten, Herrn Schalow, Sie sagen, Sie haben das... Ach ja, danke schön. Sie haben das eben angeschnitten. Wir diskutieren das jetzt im Moment ja überwiegend technisch, aber das hat ja auch eine gesellschaftliche Implikation. Beziehungsweise Sie haben beschrieben, wie halt die Herstellung von Öffentlichkeit weggewandert ist von den klassischen Medien und den Journalisten und sich jetzt neue Orte suchen muss. Sie sagten, da sind wir noch in der Findephase. Was mir fehlt, vielleicht haben Sie es jetzt einfach jetzt nicht untergebracht, aber deshalb meine Frage, ob Sie das auch so sehen und wahrnehmen. Bei der Öffentlichkeit geht es ja nicht nur darum, einen Raum herzustellen, wo man Meinungen austauschen kann, sondern ein ganz zentrales Kriterium damals bei uns Journalisten war ja auch die sachliche Prüfung und die Trennung von Lüge und Wahrheit. Ja? Und wenn alle jetzt auf
dem Marktplatz stehen und sich Lügen an den Kopf werfen, dann haben wir von so einer Öffentlichkeit überhaupt nichts gewonnen. Ja? Die Frage ist, wie, haben Sie da Ideen und vielleicht auch Anregungen, dass es anderswo schon Ansätze gibt, sowas neu hinzukriegen, wie halt diese Prüfung auf Wahrheitsgehalt tatsächlich gehandelt werden kann unter den neuen Bedingungen, in denen wir jetzt leben. Ja, also ich glaube zunächst mal, also für Öffentlichkeit also ist zunächst mal vielleicht die Prüfung auf Wahrheit erstmal nicht konstitutiv, also, aber das findet dann schon im Rahmen der Öffentlichkeit statt. Was Sie meinen, ist natürlich so die spezielle Funktion von Journalismus. Geht die verloren, ja, im Sinne von auch eben einer überprüften und auch multiperspektivisch abgewogenen Darstellung, ja, im Verhältnis eben zu einer sozusagen rein einzelinteressengeleiteten Darstellung von Meinung. Ich denke, dass wir natürlich generell im Web 2.0 eine Auflösung von Autoritäten erleben. Ja, also ganz grundsätzlich, es betrifft natürlich sowohl Journalistinnen und Journalisten als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja, also wenn man sich durchliest, was über einen selbst in sozialen Netzwerken zum Teil geschrieben wird oder auch über Kolleginnen und Kollegen, dann ist das natürlich erschütternd. Erschütternd, ja, oder auch amüsant oder wie auch immer. Also, aber es ist schon irgendwie natürlich, was man merken kann, ist eben, dass der Autoritätsanspruch, den Wissenschaft vielleicht früher hatte, eben auch tatsächlich auch eben aufgelöst wird, einfach aus, weil eben beispielsweise gesagt wird, ja, staatlich finanziert, das kann ich, ist immer interessengeleitet. So. Also das was mir zum Beispiel vorgeworfen wurde unlängst, ja, also dass meine Position, allein weil ich sozusagen staatlich finanziert bin, schon einfach nicht diskursfähig ist. Ja. Das sind Dinge, mit denen, also die kann man generell beobachten in der Wissensgesellschaft, weil natürlich einerseits ist die Wissenschaft selber dran schuld, weil sie, oder das ist sozusagen eine generelle Tendenz, dass natürlich wissenschaftliches Denken sich generell verbreitet, auch in andere Bereiche des Lebens und dass deswegen auch grundsätzlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse auch hinterfragt werden können in der Öffentlichkeit. Und das ist auch richtig und da sind wir uns einig, dass das eine gute Sache ist und das bringt erstmal das Web 2.0 auch mit sich. Ja? Also das heißt, wir haben viele auch private Initiativen, die die Dinge ermitteln, die Dinge aufdecken und so weiter. Das ist ja auch was, und auch, ne, also auch Bloggen heißt nicht nur sozusagen irgendwie nur seine eigene Meinung rausblasen. Also man kann das auch als einen Bereich empfinden. Gleichzeitig haben wir natürlich irgendwie, was wir schon feststellen, eine Tendenz, dass Dinge verbreitet werden, ohne dass sie ohne dass die mit der hinreichenden Sorgfalt geprüft werden. Ich sehe das tatsächlich, ich würde hier tatsächlich zu etwas mehr Entspannung raten. Ich glaube tatsächlich, dass Medien und auch traditionelle Medien, und man sieht das jetzt an der Trump-Administration, an Bedeutung gewinnen können, weil das genau das Pfund ist, mit dem sie wuchern, wenn sie denn hinreichend Personal haben, um das auch einzulösen, das Versprechen einzulösen, das sie sozusagen geben. Ja? Ich denke nicht, dass wir ein Wahrheitsministerium brauchen oder auch sowas, also das wird nicht funktionieren. Ja? Also Wahrheit ist ja ohnehin etwas, also wir streiten ja vor allem eher über Framing, also irgendwie wie werden denn Sachverhalte dargestellt, wie werden sie konstruiert in der Öffentlichkeit, darüber wird eigentlich am kritischsten gestritten, glaube ich. Und deswegen glaube ich nicht, dass es sozusagen ich glaube nicht an Fact-Checking und sowas als ein regulatives Element, das wir jetzt sozusagen professionalisieren müssen oder womöglich sogar noch von staatlichen Akteuren ausüben müssen. Ich glaube, da muss die Zivilgesellschaft, die Öffentlichkeit eben selber regulieren und das versuchen, über den öffentlichen Diskurs zu regeln. Von staatlicher Seite glaube ich auf gar keinen Fall. Und ansonsten ist es auch ein Job, den wir Journalisten zu machen haben. Wir nannten das früher mal Recherche, scheint irgendwie unmodern geworden zu sein. Jetzt haben wir es mit einem Aufmerksamkeitsdefizit eines älteren Herrn zu tun. Ich hatte Sie nämlich übersehen, Frau Kollegin. Entschuldigung. Ich habe zwei Fragen.
einmal zu Botnetzen. Bei welchen konkreten Botnetzwerken ließen sich die Betreiber bis jetzt nachweisen? Ich habe ein bisschen ein Problem damit. Ich weiß, dass das bei Trump dann letztendlich auch eine Firma sich also bekannt gegeben hat, dass die da diesbezüglich aktiv waren. Aber es ist mir auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wann habe ich genügend Informationen, um über ein Botnetzwerk sagen zu können, okay, ich habe das jetzt als solches identifiziert, klar habe ich keine Ahnung, wer der Betreiber ist oder wer das initiiert hat, aber ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, dass es hier um ein Botnetzwerk handelt. Also was sind Ihre Kriterien dazu, wann würden Sie sagen, okay, das ist ganz klar ein Botnetzwerk? Und die andere Frage, also Sie haben gesagt, dass Trolle lassen sich genauso oder vielleicht noch schwieriger nachweisen. Wir haben jetzt das Paradebeispiel für Trollen aus Russland über diese Trollfabrik und über die Aussteiger, die da gearbeitet haben und erzählt haben, wie das war. Welche andere Trollnetzwerke oder Trolle konnten Sie bis jetzt identifizieren? Und ist tatsächlich so, wie die Trollfabrik in Russland arbeitet? Also kann man das als Paradebeispiel dafür nehmen, wie die Trolle überhaupt agieren? Gleich dazu, nein, kann man glaube ich nicht, weil hier bei diesen oft zitierten Trollfabriken ist das offenbar eine organisierte Geschichte, aber Trolle können ja auch Einzelkämpfer sein, die können ja von einer inneren Aufwallung getrieben sein, ohne dass sie jetzt irgendwie von welchen Großorganisationen angetrieben werden. Also die müssen überhaupt gar nicht in Scharen auftreten, das können ja Einzelne sein. Die können natürlich auch dann von anderen Organisationen organisiert werden. Da können auch Finanzmittel oder andere Anreize dahinter stehen, muss aber nicht der Fall sein. Bei dem Botnetzwerk, das wir entdeckt haben, konnten wir nicht identifizieren, wer dann die konkreten Auftraggeber waren. Als Botnetz war es sozusagen identifizierbar, weil diese Bots alle sich wechselseitig folgten, weil sie ganz offensichtlich eine ganze Reihe von Tarnmaßnahmen an den Tag legten. Also beispielsweise folgten sie sich wechselseitig, um darüber ihre Friends-Follower-Ratio auszubalancieren, weil ein gestörtes Verhältnis da ist ein Indikator, weiß Gott aber nicht der einzige, um sich da identifizieren zu lassen. Und das haben sie also versucht auszubalancieren, indem sie sich wechselseitig gefolgt haben. Also diese aktiven Täuschungsmechanismen sind beispielsweise sicherlich ein Indikator dafür, für Botnetze. Herr Scharlow, noch Ergänzung? Ja, im Prinzip schon. Also ich meine, Sie haben schon ein paar Sachen genannt. Ich denke auch, also Sie haben ja auch Inhalte sich angeschaut. Ne? Also inhaltliche Kohärenz ist natürlich irgendwie ein weiterer Indikator, der nur im Gesamtbild sein kann. Und es gibt natürlich eben auch so die Netzwerkaspekte, auf die man normalerweise keinen Zugriff hat, die aber die Plattformbetreiber natürlich haben. Also irgendwie von welchen IP-Adressen aus wird irgendwie gepostet, in welcher Geschwindigkeit wird gepostet, in welcher Geschwindigkeit wird retweetet und sowas. Das sind natürlich Sachen, die versucht man zu maskieren und deswegen ist es auch immer ein Katz-und-Maus-Spiel sozusagen. Dann einige der Server standen in Deutschland übrigens. Naja. Sagt das überhaupt, nee. Aus, wo der Server ist? Nee, natürlich nicht. Man kann es ja da im Land in der Schweiz platzieren, in der Hoffnung, dass das Wohl jetzt... Ja, es gibt ja einen freien Markt für Server. Man braucht ja nur eine Kreditkarte und eine Online-Verbindung und kann man sich dann seine Server da anbieten. Kein Problem. Das sagt natürlich dann was aus, wenn viele Accounts über den gleichen Server posten. Klar, also sowas sind natürlich einfach messbare Werte. Ne? Ja. Also aus journalistischer Sicht brauchen Sie oder haben wir bei unseren Recherchen immer Insider-Informationen gebraucht, um wirklich ein Botnetz als Botnetz auch enttarnen zu können. Da musste jemand sagen, ich habe gemacht und dafür das und das an Geld bekommen, ich mache es heute nicht mehr. Oder angefragt, gibt ihr mehr Geld. Letztens ist Journalistik problematisch. Ganz schnell noch eine Frage von Moritz Lehner, die ist nämlich schon länger per Mail gestellt. Moritz Lehner von Technology Review, ist es derzeit schon möglich, einen Bot zu programmieren, der eine reale Person glaubwürdig imitieren kann? Zweite Frage, ist dies auf Deutsch schwieriger als auf Englisch? Herr Scharlow, Herr Janetzko.
Es gibt ja, wenn man den Blick jetzt ein bisschen öffnet, es gibt ja Fantasiebeschleuniger, es gibt ja in dem Umfeld die merkwürdigsten Blüten. Ein besonders schönes Beispiel dazu sind die Memorial Bots. Das sind also Bots, die gewissermaßen das Texte und Statements von Verstorbenen aufnehmen, mit dem Ziel, da sozusagen die Anmutung der verstorbenen Person zu vermitteln. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein großes Marktpotenzial drin besteht. Denken Sie zum Beispiel, wie begeistert Fans von Michael Jackson wären, mit Michael Jackson quasi zu plaudern. Ja? Also da arbeitet man sehr, sehr, sehr intensiv dran an solchen Sachen. Wenn man über die Bots als reine Kommunikationsphänomene hinausgeht, müsste man dann auf jeden Fall auch noch die Social Robots, also nicht Social Bots, sondern Social Robots, oder auch Androide in den Blick nehmen. Da wird ganz massiv versucht, auch die Gesichtszüge und so weiter zu simulieren. Also da wird an mehreren Fronten an der Simulation menschlicher Kommunikation und menschlicher Erscheinungen gearbeitet. Also sowohl rein als Kommunikationsgadget wie auch als in der Bereich der Robotik. Wir schauen uns. Glaubwürdig imitieren war die Frage, ja, also eben, ne, was wir glauben, es ist irgendwie schwierig, aber natürlich also so imitieren, dass es zunächst mal vielen Leuten nicht auffällt, ja, das ist eindeutig möglich, es funktioniert natürlich auch dadurch, dass man einfach sozusagen auch Ekrans kopiert beispielsweise oder ähnliches, das wäre ist ja auch kein Problem. Die Frage, ist Englisch einfacher als Deutsch oder ist man in einer Sprache weiter als in der anderen, da würde ich klar sagen, ja. Also die sozusagen die Speerspitze der Computerlinguistik passiert im Wesentlichen natürlich erstmal in englischer Sprache, weil es auch die wichtigste und weit verbreiteteste Sprache ist. Deutsch hinkt da ein bisschen hinterher. Deutsch ist auch deswegen natürlich ein bisschen komplizierter, weil die Morphologie etwas komplexer ist als im Englischen. Insofern, Englisch ist da, also man hat es leichter, wenn man den Englischen Bot haben möchte als ein Deutscher. Und die Vorarbeiten, da gibt es viel mehr Vorarbeiten. Genau, es gibt viel mehr Tools, die man aufsetzen kann. Genau, ne? Es gibt viel mehr Tools, die computerlinguistische Tools. Da war noch eine Wortmeldung, ja? Bitte. Nico Dannenberger, Wissenschaft und Dialog. Wir haben ein bisschen über die Rolle der Zivilgesellschaft und der Politik gesprochen. Müssen wir nicht eigentlich auch über die Rolle der sozialen Medien sprechen? Also die sozialen Medien selber, die eigentlich das größte Interesse haben müssten, dass diese Social Bots nicht vorkommen, denn das Potenzial ist ja, dass, wenn diese Bots Überhand nehmen in den sozialen Medien, dass die realen Personen einfach tatsächlich die Medien verlassen, weil sie gar nicht mehr weil sie selber eben nur den Kontakt zu realen Personen suchen. Ja. Ist da eigentlich nicht die Implikation, dass soziale Medien viel mehr dafür machen müssten, das zu regulieren? Also ich glaube, sie tun es. Sie machen schon eine ganze Menge natürlich. Gleichzeitig ist die Unterstellung, sie haben kein Interesse daran, vielleicht auch ein bisschen optimistisch. Ne? Also man kann ja auch sagen, mietet unser Twitter-Botnetz, das von Twitter selbst betrieben wird, um Direktmarketing zu betreiben. Könnte ja auch sein. Also auch das könnte ein Geschäftsmodell sein, sagen wir mal so, dass vielleicht noch nicht hinreichend reflektiert ist. Vielleicht auch bei den Plattformen selber noch nicht hinreichend reflektiert ist. Aber natürlich, ne? Also die Plattformen leben davon, dass sie letztlich Werbung verkaufen und Werbung einblenden. Warum sollen sie das nicht, warum müssen sie das immer als Werbung kennzeichnen? Warum sollten sie das tun? Ne? Also wenn wir schauen, was der Facebook-Algorithmus mit unserem Newsfeed macht, wie da Werbung platziert wird, ohne dass es auf den ersten Blick immer als Werbung erkennbar ist, letztlich warum sollte das nicht, also das nähert sich dem schon sehr an, finde ich, was Social Bots dann machen. Ne? Ja, natürlich sollten soziale Medien da mehr unternehmen, darauf können wir uns, glaube ich, hier unter uns sehr schnell einigen. Ich glaube schon, dass die da mit einer gewissen Ambivalenz dem Thema gegenüberstehen. Das sorgt ja natürlich dafür auch, dass dass Twitter und Facebook irgendwie wichtig sind. Ich kann mir vorstellen, dass sie da einen schmalen Grat entlang wandern. Man will im Gespräch bleiben, aber nicht ins Gerede kommen. Da denke ich, das ist so das, was für die sozialen Medien vermutlich wichtig ist. Es werden angeblich auch immer ganz, ganz viele Fake-Accounts gesperrt. Also insofern tun die was schon. Aber andererseits
gerade zum Beispiel bei Facebook, von Facebook weiß ich, dass Facebook stellt ja auch Tools bereit, um Bots zu bauen. Ja? Also jetzt mehr im Sinne von guten Bots, Chatbots, aber sie befeuern das Thema, den Großbereich ja schon. Ne? Ja, das bitte noch eine Wortmeldung. Hm? Ja, wenn ich am Schluss bin, hätte ich gerne noch die Bitte, dass Sie vielleicht das nochmal zusammenfassen, was Ihre Empfehlungen für den politischen Raum sind. Ich war bei der Anhörung vom Büro für Technikfolgenabschätzung dabei im Bundestag. Die haben ja eine Studie jetzt in Arbeit, Ziel, mögliche Handlungsfelder für die Politik ableiten. Was ist Ihre Empfehlung? Ich habe das jetzt so aufgenommen, dass Sie eher empfehlen, gar nichts zu machen und das laufen zu lassen. Ist das richtig? Also richtig ist, beide Experten rieten zu mehr Gelassenheit. Ob das dann gleich heißt, wir machen jetzt erstmal gar nichts und sitzen es aus, müssten Sie jetzt doch mal deutlich sagen. Also ich finde, Sie fragen nach konkreten Maßnahmen, da fällt mir tatsächlich nichts ein. Okay. Ja? Das muss ich zunächst sagen. Genau, ja. Aber ich finde eben schon, dass es eine wichtige Frage ist, die man auch tatsächlich, bearbeiten muss, weil eben also die Frage der Verrechtlichung des Zugangs zur Öffentlichkeit beziehungsweise der Konstruktion von Öffentlichkeit, das muss eben ein demokratischer Rechtsstaat muss garantieren oder muss ein vitales Interesse daran haben, dass wir dass die Konstruktion von Öffentlichkeiten erlaubt ist und dass sie gut funktioniert. Das ist wirklich ein zentrales Interesse und das muss auch irgendwie reflektiert werden, wie man das unter den Bedingungen des Web 2.0 hinbekommt und wie man das auch verrechtlicht und garantiert. Und ich glaube insofern, das Thema ist wirklich wichtig und man muss sich darüber Gedanken machen. Ich glaube, es hat keinen Sinn, kurz vor der Bundestagswahl jetzt zu sagen, wir müssen was tun. Das ist, glaube ich, wäre zu kurz gesprungen, aber auf Dauer müssen wir uns darüber, glaube ich, sehr ernsthaft Gedanken machen. Also Ihr Punkt wäre, dass die TAP-Studie diese Überlegungen angesehen. Ja, hoffentlich. Ja, okay, ja. Ja, dem würde ich mich anschließen. Wie bereits auch bei der Eingangsfrage schon erwähnt, hier schließt sich der Kreis, mehr Gelassenheit, das Thema auf jeden Fall beobachten, kurzfristige Meinungsmanipulationserfolge sind hier nicht zu erwarten, aber mittel- bis längerfristig könnte da einiges passieren. Der Fox News-Effekt mahnt da zur Wachsamkeit. Ja, da will ich auch nochmal ergänzen aus journalistischer Sicht. Mein Appell an die Politik, seht bitte Social Bots nicht isoliert. Und das macht ihr im Augenblick und das ist der Fehler. Seht sie im Zusammenhang mit den Fake News und was brauche ich für Fake News? Ich brauche peinliche Informationen. Wie kriege ich peinliche Informationen? Über Cyberangriffe. Warum sind Cyberangriffe so wunderbar möglich hierzulande? Weil wir zwar eine Meldepflicht für Sicherheitsvorfälle haben, aber immer noch keine Meldepflicht für Sicherheitslücken. Und da stehen große Lobbyinteressen dagegen, solch eine Meldepflicht hier einzuführen. Also wenn wir diesen Komplex anfassen, dann müssen wir auch den gesamten Komplex nehmen. Und dazu ist augenblicklich, glaube ich, in der Politik niemand bereit. Wenn keine weiteren Wortmeldungen, keine weiteren Fragen... Doch, vielleicht darf bitte. Ich doch, bitte auch noch was sagen. Ja, Katrin Zinkand... hallo. Katrin Zinkand von der WPK. Im richtigen Leben bin ich Journalistin für Wissenschaftskorrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Ich habe noch mal eine ganz grundsätzliche Frage, weil ich das sehr schwierig finde. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, was man alles nicht weiß. Wie erforscht man denn eigentlich Social Bots, wenn es darüber so, sagen wir mal, wenn es so schwierig ist, an Informationen darüber heranzukommen? Das wäre eine Frage. Und dann die zweite Frage wäre, wir haben jetzt auch ganz viel darüber geredet, dass Social Bots sind natürlich dazu da, irgendeinen Einfluss zu nehmen auf die Öffentlichkeit. Gibt es umgekehrt die Möglichkeit, Social Bots auch von außen zu beeinflussen? So schräge Frage, aber zum Schluss vielleicht. Wollen Sie anfangen, Herr Schaunert? Kann ich machen. Ich wollte ganz kurz noch was ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben, dann komme ich sofort auf Ihre Frage. Wir haben jetzt eben über Öffentlichkeit gesprochen, das heißt aber, dass man umgekehrt eben auch über Privatheit sprechen muss, also so wie der Staat eben die Öffentlichkeit oder ein vitales Interesse daran haben muss, Öffentlichkeit zu kreieren, so muss er eben auch das Private dazu kreieren und dazu gehört eben tatsächlich eben Targeting oder sowas, gerade in der Werbung und so, tatsächlich auch zu regulieren, endlich mal, und zwar so zu regulieren, dass...
ja, ne, da, also das Privatheit auch tatsächlich irgendwie in der Öffentlichkeit, dass die in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Jetzt zur Frage, wie beforscht man Bots? Erstens durch Beobachtung. Also das heißt, so wie Herr Janetzko das gemacht hat, beispielsweise, dass man eben soziale Netzwerke einem Monitoring unterzieht und guckt, welche Aktivitäten könnten denn da auf Botnetze hinweisen. Darauf gibt es eben eine ganze Reihe eben von Metriken, die man darauf anlegen kann. Also eben, wir haben schon ein paar genannt, also irgendwie Follower, Tweet, also oder Posting-Tätigkeit, aber eben auch eher technische Dinge, also Geschwindigkeit von Postings, IP-Adressen etc., aber auch Sentiment-Analysis wird benutzt, also das heißt, man kann feststellen, dass Bots häufiger positiver oder extrem positiv kommunizieren, extrem negativ kommunizieren. Also man kann so ein ganzes Profil machen von User-Accounts und kann auf diese Weise dann irgendwie, also über Beobachtung dahin kommen. Das andere ist, dass man Experimente macht. Ja, da sind, denke ich, uns natürlich auch forschungsethische Grenzen gesetzt, aber einige der Paper, die Sie auch verlinkt haben, arbeiten auch experimentell. Das heißt, es ist so, dass man eben selber ein Botnetz kreiert, um zu gucken, wie wirkt dieses Botnetz. Da ist eine Zwischenfrage, sehe ich, oder? Wollen Sie was nachfragen direkt? Ja, ja, genau. Ich wollte nochmal nachfragen, also Sie sagen bei Beobachtung, dass Sie also versuchen sozusagen Botnetze zu, also so Social Bots zu identifizieren. Also wir haben ja jetzt aber eigentlich die ganze Zeit gesagt, dass es irgendwie sehr schwierig ist. Also an welchem Punkt kann man das wirklich dann als validen Messpunkt? Doch, doch. Also ich glaube, das ist die Indizien, ne? Es gibt klare, also wirklich die Forschung zeigt eigentlich doch relativ deutliche Indizien dafür. Also das gibt natürlich immer False Positives, also irgendwie falsch erkannte, als Bot identifizierte reale Accounts. Das ist dann natürlich auch ein Problem, wenn man die dann abschaltet. Aber es gibt eine ganze Reihe eben von diesen Messpunkten und man kann tatsächlich eben Profile erstellen und kann die abgleichen dann mit dem Account, den man jetzt gerade untersucht und kann auf diese Weise darauf oder hat eben Indizien dafür, dass es sich um ein Bot handelt oder nicht. Also das geht schon, ja. Ja, eine Forschungsmethode, die man da auch immer über das, was Sie gesagt haben, hinausgehend noch erwähnen sollte, sind die Honeypots. Also da versucht Honeypots, Honigtöpfe. Also versucht man sozusagen ein Thema zu kreieren mit dem Ziel, damit Bots auf sich zu ziehen. Also in dem Fall Honeypot ist eine Technik, die weit verbreitet ist, nicht nur bei den Social Bots, aber eben auch als Social Bots. Und dann schaut man sich dann an, welche Nachrichten solche Honeypots auf sich ziehen. Das ist auch eine beliebte Forschungstechnik. Dann die Beobachtung mit den Metriken, die Sie genannt haben, Experimente. Hier kann ich auf eine Studie verweisen von einer Dame, ich glaube, es ist eine Frau, Bjarke Mohnstedt. Mohnstedt schreibt sich M-O mit dem durchgestrichenen, also durch, kenne ich mich da nicht aus, ein skandinavischer Name, M-O-N-S-T-E-D auf archive.org, also gibt es frei im Netz. Die hat 2017 ein Experiment gemacht. Und da ging es um die Verbreitung positiver Nachrichten. Damit hat sie sozusagen auch das ethische Thema sozusagen dann umgangen. Und sie hat ihre Forschung jetzt in den Bereich der Krankheitsausbreitung reingestellt und hat gesagt, okay, wir wissen so einiges über die Ausbreitung von Disease Spreading, aber wir wissen nicht genug über Information Spreading. Beim Disease Spreading gibt es bestimmte einfache deterministische Modelle, wie das läuft. Lassen diese Modelle sich auch auf die Ausbreitung von Informationen anwenden? Nur also als Kontrastfolie hat sie das angesetzt und kam dann zu einem Ergebnis, dass das eben nicht der Fall ist, weil bei den Menschen, bei Informationen, entscheidet ja der Einzelne nochmal selbst und reflektiert, nimmt Abstand und so weiter, ob er das jetzt weitergibt oder nicht. Und sie hat dann sowohl empirisch gearbeitet als auch mit Base-Modellen dann diese beiden konkurrierenden Modelle getestet, wobei dieses komplexe Spreading hier erwartungsgemäß dann die Nase vorn hatte. Also das ist eine ganz interessante Studie von Bjarke Mohnstedt und Kollegen, die da empirisch und mathematisch da sehr gut gearbeitet haben, denke ich. Sie wollen aber nochmal nachfragen, oder? Jetzt würde ich nochmal auf die zweite Frage kommen. Also kann man
Social Bots auch beeinflussen? Ja, es ist eine der Lösungen, die beispielsweise auch im militärischen Kontext diskutiert wird, ist, ob man nicht sozusagen, also ob es nicht das Ziel sein kann, Bots zu entwickeln, die sich eben mit Bots beschäftigen, die sich eben dann gegenseitig beschäftigen sozusagen. Also dass man die Aufmerksamkeit von Social Bots mit Social Bots sozusagen einfängt und somit die Einflussnahme vermindert. Aber ich meine, das erscheint uns erstmal absurd, aber es ist natürlich so, dass wir im Bereich Suchmaschinenoptimierung genau das Gleiche erleben. Ja? Wir haben Content-Farmen, die werden maschinell bespielt, damit irgendwie der Google-Algorithmus denkt, hier ist eine tolle Webseite, die Klicks generiert. Also so absurd uns das im Moment erscheinen mag, das ist total real. Also es ist sehr realistisch und ein sehr gut denkbares Szenario, weil wir es woanders eben tatsächlich schon haben. Ne? Dass für Maschinen wird natürliche Sprache erzeugt, die von Maschinen ausgewertet wird. Also von Maschinen für Maschinen natürliche Sprache. Also die Beeinflussung und Steuerung von existierenden Bots halte ich für nicht unmöglich, aber doch für relativ schwierig. Was einfacher zu machen ist, ist natürlich Bots ins Rennen zu schicken, die dann als Agent Provokateur wirken und dann bestimmt die Gegenseite diskreditieren. Ja, dass man dann irgendwie ganz abstruse Meldungen in die Welt setzt. Ich will jetzt keine in die Welt setzen, um damit den Gegner zu diskreditieren. Ja. Ja, das ist ja eine uralte Kriegstechnik, die man auch bei Bots dann sehen kann. Das macht Trump doch dauernd. Bitte? Das macht Trump doch dauernd. Beispielsweise. Ja, und nicht zuletzt kann man natürlich die Accounts der Bots genauso leicht auf Twitter zumindest hacken, wie man andere Twitter-Accounts hacken kann. Und dann eben unter diesem Account auch wunderbare Geschichten absetzen. Ne? Wird eben auch gemacht. Wird auch im militärischen Bereich geforscht. Und ein paar Indizien sollten wir vielleicht auch nochmal geben. Also das fängt bei so ganz banalen Sachen an, wenn von einem Account innerhalb von 10 Sekunden irgendwie 200 Tweets ausgehen, dann steckt eben eher eine Maschine dahinter als Mensch. Wenn der 24 Stunden ohne zu schlafen, zu essen, zur Toilette zu gehen und so weiter völlig hintwittert, das sind eben so Indizien, die man macht. Und das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass man das nicht machen darf als Botbetreiber. Ja, machen aber viele immer noch. Ne? Machen okay. Aber viele immer noch. Also Donald Trump hat tatsächlich 30.000 Tweets in den ersten Minuten des Fernsehduells mit Frau Clinton abgesetzt. Okay. Sagt vielleicht was über seine Strategie aus. Ja. Ja, noch weitere Wortmeldungen oder Fragen, Anmerkungen? Dann haben wir 10 Minuten überzogen, aber es war eine spannende Zeit. Vielen Dank für Ihre Fragen. Vor allen Dingen mal vielen Dank an die beiden Experten, Dietmar Janetzko und Joachim Charlotte, hier auf dem Podium. Und wenn Sie noch eine Frage an die beiden haben, die sind noch ein paar Minuten hier, verhaften Sie einfach. Da geht's raus. Also Sie können Ihnen jederzeit den Weg abschneiden. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön.